Geschwätzkabine 6. Heute mit unserem Neuzugang Nikola Stefanovic. Schön, dass du hier bist. Hi. Premiere bei HBW TV. Bist du nervös ein bisschen? Es geht. Geht? Ja. Okay. Aber sonst alles gut? Hast du dich gut eingelebt? Ja, natürlich. Ja. Du bist ja so ein Typ, dir fällt das auch nicht schwer, oder? Sich nee, eigentlich groß einzuleben. Ganz und gar nicht, nein. Bin da ganz flexibel. Offener Typ. Natürlich, ja. So typisch österreichisch, wie man das kennt. Wo genau aus Österreich kommst du her? Aus Wien. Wien, okay. Das heißt, du bist ein Großstadtkind und kommst jetzt hier in die kleine Provinz Bali. So ist es, ja. In die kleine, sympathische Stadt. Findest du es gut? Also, es gibt ja Großstadtleute, die sagen, boah, nee, auf dem Dorf geht gar nicht. Ich muss sagen, der Umzug und das ganze Angewöhnen ist mir viel einfacher irgendwie. Als du gedacht hättest. Genau, ja. Also ist viel schneller und viel angenehmer geschehen, als ich das mir vorstellen hätte können. Wie haben die Jungs dich aufgenommen? Also hast du dich gleich hier in der Mannschaft dann auch wohlgefühlt? Ja, direkt. Also dadurch, dass gar keine Sprachbarriere existiert und ich normal mit denen sprechen kann, haben wir uns gleich alle super angefreundet und also da waren gar keine Probleme wirklich. Sehr schön. Verstehe mich mit allen Jungs top. Das ist die Hauptsache. So ist es. Du warst vorher bei den, jetzt muss ich mal fragen, ist es Fivers oder Fivers? Fivers. Fivers, ne? Ja. Also englisch ausgesprochen. Du warst jetzt in Österreich, wo ist für dich jetzt nach der kurzen Zeit natürlich schwer zu sagen, aber hast du schon ein paar größere Unterschiede zwischen den Fivers und dem HBW so ein bisschen schon erkennen können? Ist hier irgendwas, wo du sagst, boah, das ist komplett anders als in Österreich? Meinst du vereinstechnisch? Ja, also Training, Kabine wegen mir auch. Ich meine, ich finde unsere Kabine echt schön. Weißt du, wie es in Österreich die Kabine aussieht? Ja, Kabine natürlich, ja. Also wir hatten nicht so schön geschmückte Kabinen und so mit jeder mit eigenem Schrank und wir hatten halt einfach nur Bänke, ja. Aber die ganze Organisation generell ist größer. Sei es, was das angeht, wie man sich vielleicht jetzt um die Spieler kümmert und dann das Training, der Umfang vom Training, also quasi eine größere Intensität, dann wir waren bei den Fivers dann halt schon, wir waren bei weitem nicht schlecht, wir haben wirklich gute Arbeit gemacht und auch international gespielt und haben das eigentlich auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Aber man muss halt sagen, dass damit waren wir an der Spitze in Österreich und hier sind wir auch bei einem hohen Niveau und wir sind halt eine von 20 Mannschaften in Deutschland, wo sehr viele ein hohes oder noch höheres Niveau haben. Also da unterscheidet sich es dann doch riesig. Weil ich glaube, das kann auch an Jens liegen. Der ist manchmal, macht ja schon, glaube ich, ein ziemlich hartes Training, oder? Ja, ab und zu, ja. Wie ist das? Wir hatten ja jetzt schon, also die Österreicher beim HBW haben ja eine lange Tradition. Tobi Wagner zum Beispiel kam damals, glaube ich, auch von den Fivers hierher. Ja. Hast du mit ihm jetzt noch zusammengespielt? Hast du ihn vielleicht auch mal gefragt, wie es hier so läuft und so? Ja, wir haben die letzten 2 Jahre jetzt noch zusammengespielt. Also der ist dann jetzt auch gleichzeitig mit mir gewechselt. Ja, klar habe ich ein bisschen was ausgefragt, so über die Stadt, über die Leute, die hier sind, die noch hier sind quasi, weil er hat ja davor gespielt, und etwas über Jens und generell die Atmosphäre, wie das hier aussieht, wie das Leben hier aussieht. Und ja. Wie viel positives Feedback kam von ihm? Mehr als negatives. Okay. Alles klar, sehr schön. Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass du weiter hier schön dich weiter integrierst und dann auch auf dem Feld gute Leistungen bringen kannst. Wir würden jetzt mit dir noch ein paar kleine Fragen machen. Ich gebe dir, beziehungsweise du sagst mir eine Zahl zwischen 1 und 25 und ich stelle dir entsprechende Frage dazu. Ja, und ich würde sagen, leg einfach mal los mit einer Zahl. 25. Immer die Trikotnummer. Immer die Trikotnummer. Außer Jona, der hat nicht die Trikotnummer genommen als erstes. Die 25. Auf was bist du im Leben besonders stolz? In deinem bisherigen Leben. Okay. Ich würde sagen, die ganze letzte
Saison, das letzte Jahr, weil da viele Dinge irgendwie zusammengefunden haben und viel Gutes geschehen ist. Es hat irgendwie damit angefangen, dass wir uns bei den Fibers qualifiziert haben für die Europa League. Dann habe ich meinen ersten Einsatz fürs Nationalteam gehabt. Dann durfte ich die WM mitspielen. Wir haben in Österreich den Cup gewonnen, den Supercup, sind Vizemeister, haben in der Europa League die Gruppenphase geschafft sogar und uns für die Europameisterschaft qualifiziert mit dem Nationalteam. Und natürlich der Wechsel zum HBW ist zustande gekommen. Das war jetzt die richtige Antwort zum Schluss. Okay, also sportlich ein überaus erfolgreiches Jahr auf jeden Fall für dich, was man so raushört. Okay, sehr schön. Gib mir nochmal weitere Zahl. 15. Die 15. Wir bleiben bei der 5. Welche Musik hörst du am liebsten und welche gar nicht? Puh, also ich bin echt ein sehr, sehr offener Musiktyp. Ich höre wirklich sehr viel und sehr breit. Ist so ein Standardsatz, ich höre alles, was mir gefällt. Aber wo ich mich wahrscheinlich gar nicht mit identifizieren kann, ist so in die Richtung Heavy Metal. Okay. Aber sonst bin ich eigentlich sehr, sehr offen für Musik. Hast du eine Lieblingsband oder einen Lieblingssänger, irgendwas in der Richtung? Boah. Also, ich könnte jetzt irgendeinen Namen sagen und nach 10 Minuten würde ich dann wissen, ach, das hat doch was anderes. Also, Oder was, es gibt ja immer so Lieder, die man in so eine Phase gerade ganz viel hört. Also bei mir gibt es Phasen, ich höre dann plötzlich tagelang Green Day oder ich bin jetzt tatsächlich mehr so der Rock in die Richtung. Hast du irgendwas, was du gerade besonders hörst, irgendein Lied, was dir ständig als Ohrwurm wieder in den Kopf schießt? Ah, das ist so eine Rap-Gruppe aus Serbien. Okay. Die heißen Bad Copy. Die höre ich zurzeit. Okay. Das sind so auch ältere Lieder. Ja, ja, okay. Also du bist dann eher Rap und weniger in die Rock-Richtung im Großen und Ganzen. Ja, also mehr Rap, ja, aber Rock ist auch dabei. Okay. Also vielseitig bis zum Abwinken. Okay. Gib mir noch eine weitere Nummer und ich sag dir noch eine Frage. Die 5. Die 5. Da ist ein Muster zu erkennen, auf jeden Fall. Morgenmuffel oder kein Morgenmuffel? Oh, das ist echt eine schwere Frage. Morgenmuffel. Auf jeden Fall? Also du bist auch einer, der dann eher spät, also abends länger aufbleibt und dann aber morgens gerne mal ausschläft. Definitiv. Eine letzte Frage machen wir noch zum Abschluss. Jetzt sind die 5 ausgegangen, ja? Ja, die 5 sind ausgegangen, die 35 gibt es nicht. Deswegen musst du jetzt nochmal dein Muster wechseln. Dann nehme ich die 7. Die 7. Gibt es einen Ort, an dem du schon immer mal unbedingt hin wolltest? Also Urlaub. Vielleicht auch eine Arena, wo du unbedingt mal spielen willst? Puh. Lass mich kurz überlegen. Standardantwort in Deutschland wäre jetzt Magdeburg, die Halle oder Kiel, die Halle oder so. Aber kannst du auch einen Urlaubsort? Aber ich bin ja nicht Standard, warte mal. Jetzt kannst du natürlich auch einfach die Standardantwort nehmen und sagen, ich will unbedingt hier in der Sparkassenarena vor Zuschauern spielen. So ist es eigentlich. Sollen wir die Antwort einfach nehmen? Ja. Das würde ich echt gerne nehmen, vor einer vollgesteckten Halle hier zu spielen. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist klein. Ich habe auch gehört, dass es sehr, sehr familiär dann noch ist. Ja, das auf jeden Fall. Und den Traum können wir dir ja dann vielleicht bald erfüllen, hoffentlich wieder mit Zuschauern, zumindest mit Großteil Zuschauern. Freust du dich schon auf die Saison? Extremst. Ja, sehr schön. Also, das ist ja auch ein bisschen so die Magie quasi der deutschen Liga, dann immer vor diesen vollen Hallen zu spielen, mit diesen tollen Zuschauern, egal wo man spielt, egal um was man spielt, dass die Hallen immer voll sind, laut, und das ist auch wieder auf einem anderen Niveau, als es dann in Österreich war. Mhm. Und
so ein bisschen die Magie, die, wofür wir eigentlich spielen. Ja. Dann können wir dir die Magie hoffentlich bald geben. Wir freuen uns drauf, auf jeden Fall, dass du bei uns bist. Das mal definitiv. Wünschen dir viel Erfolg für die Saison. Hoffentlich können wir auch viele Heimsiege vor heimischer Halle dann feiern. Und ja, viel Erfolg für die Saison. Danke, Nikola. Danke euch. Ciao.